Auf der Herzchen-Map. Auf der Herzchen-Map. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2, 2 gegen 2 mit Zalrock. Mit mir. Der übrigens auch heute aufnimmt, heute wenn alles auch klappt. Bei mir Aufnahme, jawohl, wenn alles klappt. Ich hoffe, der Druck hat nicht wieder wie Sau, aber okay. Gucken, wie wir das mit den Veröffentlichungen machen. Denn, wobei eigentlich, wenn diese Folge kommt, müsste eigentlich schon nur was Geheimmissionen schon wieder durch sein. Ich bin aber noch nicht Formel 1 Weltmeister. Nein. Nein. So, ich kann ja nicht so viel in die Kamera gucken, weil sonst funktioniert das hier mit dem StarCraft. Wusstest du, dass wenn diese Folge ausgestrahlt wird, schon klar ist, wer in echt Formel 1 Weltmeister wird? Das war doch schon vor der Saison klar. Nein. Das ist ja immer noch nicht klar für uns. Ach ja, stimmt! Das ist ja das letzte Rennen jetzt dann irgendwann. Genau. Dieses Wochenende. Also gestern vermutlich für euch. Weiß ich ist nicht. Mir völlig egal, wenn im Rennen die zwei unsympathischsten Fahrer der ganzen Formel 1 Circus sind. Ich habe letztens ein F1-Video online geguckt von einem anderen Let's Player, der auch irgendwie eine Koop-Saison gemacht hat. Nee, irgendwer anderes. Ach so. Und der hat tatsächlich Rosberg als seinen Lieblingsfahrer. Kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Wie kann man so einen schleimigen... Wohl das kleinere Übel im Gegensatz zu Hamilton, aber das war's dann auch schon. Nee, da finde ich Hamilton schon besser, der fährt wenigstens nee. Wie eine gesenkte Sau. Hm. Mein Lieblingsfahrer im Moment ist ja hier Max Verstappen. Nee. Absolut. Also er fährt schon gut, aber manchmal fährt er halt auch nicht so toll. Der hat nämlich keine Angst vor irgendwie Bullshit. Ja, aber er fährt halt auch nicht nett. Also wenn man ja, das ist ein Fehler, nach wenn fairen und guten Fahrern gehen würde, müsste man ja eigentlich Raikön-Fan sein. Nee, mich? Nee. Mit deinen Manövern in Italien hier, was an diesem Wochenende glaube ich erschienen ist, kann ich das definitiv nicht behaupten. Das hat mir aber tatsächlich ein bisschen leid getan, was ich da getan habe. Mir auch. Ein bisschen. Improvisier hier übrigens gerade ziemlich. Ich bin Terraner, falls du das nicht dann nehme ich die, wenn du die unten nimmst, nehme ich die oben. Ja, mach das. Das ist schon mal ein Zerg. Oh nö, Mutti. Du das Note, dass das ein Zerg ist? Und der scheint nicht hier gespawnt zu sein. Nein, dann sind die oben rechts gespawnt. Übrigens noch keine einzige Einheit. Ja, ich kann auch nicht zuwallen hier, fällt ich mir auf. Weil die Ramp so riesig ist. Ist jetzt zu? Ha! Das müsste zu sein eigentlich. Perfekte Wall. Sieht zumindest zu aus, ja. Leider sind die. Soll ich mal wieder auf Kolosse gehen? Was ist denn der andere? Zerg und Terraner, glaube ich. Oder? Ja, kann kannst du machen. Ja, genau. Der Terraner ist schon mal hier. Was baut denn der so? Sieht noch nicht so schlimm aus. Okay, baut zwei weitere Barracks, aber vermutlich hat er schon expandiert. Okay. Der hat auf jeden Fall expandiert. Ja, war klar. Terraner ja, da kommt expandiert Reaper hier. Guck, hast du gesehen, wie ich aufgepasst habe? Ey, zum ersten Mal in meinem Leben passe ich in StarCraft 2 auf. Nein, er wurde nicht getötet. Boah, Nergorix, Alter. Ja, kann ich ja nicht ändern. Komm, WWF, du schaffst das. Kriegst du das alleine hin? Oh, das ist WWF. Ja. Das musst du hinkriegen. Da helfe ich dir jetzt nicht. Da bin ich so fair wie in Formel 1, da helfe ich dir jetzt nicht. Tot. Du bist tot? Nein, der Reaper ist tot. Bin noch nicht tot. Übrigens, für alle, die sich wundern, es sind immer noch Tankiwecks im Spiel. Wir spielen das Ganze vor dem großen Patch. Das ist wichtig, dass der Patch groß ist. Ja, ist er. So einen großen Patch gab es beim letzten Mal tatsächlich mit dem Release von Legacy of the Void, der so viel geändert hat. Nur bei Protoss, da hat sich alles nur zum Schlechteren verändert, muss man tatsächlich sagen. Boah, Bullshit. Also wenn ich verliere, liegt das hier Adepten am Patch. Adepten haben jetzt eine kleinere Sicht. Boah! Oh, viele Linge. Haben wir was? Nein. Das war nicht nötig. Fehlzündung, Fehlschuss, Fehlschuss! Könnte sein, dass er gleich versucht, irgendwie reinzudroppen oder so, ne? Oder Bending fast. Halt ja, Bending fast glaube ich fast nicht. Tippt am Ende dann schon auf den Baneling Bust. Oh, ich dachte, ich hätte den Main gescannt. Ich war leider an der Natural und das fand ich so schlau. So, jetzt setze ich meine Production hier voll ein, Alter.
wir gebraucht. Wolltest du ja auf Kolosse gehen, ne? Ja, da bin ich auch bei. Das heißt, wir greifen nicht so früh an. Also alles gut. Habe ich Depots gebaut? Ich vermute mal nicht, wie ich mich kenne. Profi, man nennt ihn auch Weltmeister. Wer hat mich denn hier in meinem Leben Weltmeister genannt? Du. Nein. Also es kann sein, dass ich das im F1 2015 gesagt habe, im Singleplayer-Let's Play. Vermutlich schon. Meister. Ja, das stimmt. Wie sieht denn in meiner zweiten Base aus? Brauche ich noch 3 Probes? Erstmal brauche ich einen Supply-Block. Aber nicht auf diesem Account übrigens. Was denn? Master. Meister. Ja, man kann auch in die Großmeisterliga kommen. Ja, das stimmt. Irgend so ein bescheuerter Name. Dein Mann spielt Schach. Oh, ein Spire wurde gerade in dem Moment gesetzt, ja, wo ich gescannt habe. Ist das nicht schön? Also Cannons bauen in der Eco, ne? War erstmal eine Forge. Ja, bau die. Mach ich. Zumal du ja auf Kolosse gehst und Kolosse sind nicht dafür bekannt, dass sie gut in die Luft schießen können. Doch, da kommt mit dem neuen Patch alles. Eigentlich schon wieder keine Depots gebaut. Ich bin so schlecht als Terraner. So, dann schreibe ich meine Zuschauer immer, ey, du bist doch voll gut. Das liegt daran, dass ihr nur die guten Matches seht. Wenn ja, ich das Terraner stimmt auch bin. Wieder. Ey, mit Aufnahme leckt das aber hier ein bisschen. Ach, scheiß drauf. Das gehört sich so. Das gehört so. Ach, frische 60 Frames hier. Stimmt gar nicht. Nur 45. Lügner! Aber es wird in 60 Frames aufgenommen. Das ist alles, was zählt. Wie viele Cannons muss ich denn da bauen? Ja, schon so ein paar. Also eigentlich 2 pro Ecoline. Eine da genau wie du gesetzt hast und jetzt eine Richtung deiner Forge zum Beispiel. Okay. Ja, ein bisschen höher noch eigentlich, egal. Ja, egal. Wir sind ja keine Profis, wir sind hier nur Weltmeister. So, übrigens nur Mars Marines zu spielen ist keine so gute Taktik von mir. Ich bin Supply Block. Da sind schon die Mutas. Hast du da die Depot? Ah ne, ist ein Double Drop hier. Da hast du übrigens nichts gebaut. Nee, weil ich da auch kein Pylon hatte. Ja, das ist nicht gut. Die Templer rücken vor. Wirst den Nexus leider verlieren. Das ist gerade nicht so geil, finde ich jetzt. Dafür hat er beide. Nein! Das andere Dropship ist weggekommen. Aber er hat immerhin alle verloren. Alle Einheiten. So, lass mal angreifen. Das ist nicht gut. Vorwärts! Die Templer rücken vor. Hab ich schon gesagt? Gebaut. Lass mal angreifen. Angreifen! Ich bin auf dem Weg. Das Problem ist, meine Einheiten sind nicht so die schnellsten jetzt, finde ich. Stimmt schon, aber ich bin ja auch nicht gestimmt, zum Beispiel. Das stimmt. Was wünscht ihr? Zumindest wir haben nicht so viel. Leider noch ohne Thermal Lens. Ja, das wäre gut. Der ist auch tot jetzt. Dann wurde er gefokust. Hast du keinen zweiten gebaut? Doch, der steht aber. Da sind schon Tanks drum. Nicht in die Tanks rennen. Ich habe meine eigene Einheit angegriffen. Das ist nicht gut. Hast du deine Kolosse? Ne, der Kolosse ist ein Warp Prisma. Ja, den habe ich auch gerettet. So. Dann bleibt mal aus. Oh, dein Koloss rennt in die Mars Mutas rein. Boah, oh nö, ey. Mutti. Stimmt ist, dass wir da nicht hochkommen. Wo werden wir gebraucht? Bitte ein Tank. Scheiß Koloss endlich aus. Sind zwei Tanks? Okay, wir haben verloren. Warum? Ja, du verlierst jetzt gleich alles gegen die Mutas? Und wir kommen nicht rein, um Schaden zu machen und die haben schon 4 Basen. Okay, was haben wir erstmal hier, was haben wir falsch gemacht? Gleich mal in die Analyse gehen. Weiß nicht, wie viele Mineralien du hast. Du hättest auf jeden Fall nicht deinen Nexus verlieren dürfen. 70 habe ich. Ach, du hast halt einfach kein Income gerade. Deine dritte ist nicht so früh, also eigentlich eine Umschreibung für spät. Du hast angegriffen. Ja, ja. Wo sind denn die Mudas hin? Da sind die Mudas. Ich kann hier nicht schießen. Das ist aber ein schönes Geschenk. Die sind durch meine Armee geflogen. Ja, durch meine vor allen Dingen. Deine kann ja nicht in die Luft schießen, das war ja das Problem. Ja, das stimmt allerdings. Bauen! Läuft er morpht übrigens Mars Banelinger. Okay. Können Banelinger was? Kriegst du die Vikings hin? Ja, gegen Terraner schon. Ich kann halt nicht reinrennen. Und da stehen Tanks. Ich bin die Stimme der Finster. Ich bin hier.
Hast du jetzt eigentlich mal eine dritte gebaut? Nein, wenn ich keine Warum Income nicht? Habe, wie soll ich eine dritte bauen? Ja, du hättest direkt den zweiten, dritten Nexus zusammennehmen müssen. Du musst ja irgendwie das wieder ausgleichen. Okay. Das wusste ich nicht. Ich bin ja immer noch in der Lernphase. Formel 1 spielen kann ich ein bisschen, aber StarCraft, da geht gar nichts. Das werden wir dann sehen, nächste Saison ohne ABS. Oh, mit Lenkrad, ey. Das wird der größere Nemesis bei mir, mit Lenkrad. Da kommt ein Medivac. Ja, ja. Vor allem schießen die Tanks halt. Die haben die Tanks weiter vorgesiegt. Denn noch ist das möglich, leider. Bei dir steht übrigens ein Job. Warp hier mal Stalker rein. Ich hab nicht genügend Mineralien! Ja, dann bist du gleich tot, wenn du da nichts reinwarpst, bevor der auslädt. Sammelt schneller, meine Minions! Und auch noch reingewarpt in den Pylon, der nicht unterstützt ist. Ja, was anderes ist mir nicht übrig geblieben. Ja, jetzt hat er gemerkt, dass er den Job hat und jetzt lädt er da aus und du bist tot. Okay, das war ziemlich das Schlechteste, was du da hättest machen können. Du hast gesagt, ich soll da reinwarpen! Ja, aber nicht so, dass du den direkt angreifst. Ja, jetzt bist du tot. Das ist euer Begehr. Boah, Nergorix, ey. Satat ist ein Lehrer, weißt du? Ja, warp rein! Ja, das war falsch! Ja, du solltest auch nicht nur eine Einheit reinwarpen, sondern... Ja, ich hab kein Geld, weil ich den Drecks komischen Nexus ja, da gebaut habe. Ja, wichtig ist dann habe. Nicht mit einer Einheit draufschießen, weil dann merkt der Gegner, dass da was steht. Das waren zwei! Ja, der zweite war aber noch nicht fertig. Ja! Ich hab nur einer draufgeschossen. Eigentlich müssten wir gar kein zweites Match machen, aber wir machen das mal wegen dieser täglichen Leistung hier. Ich spiele jetzt Minecraft. Das hast du auch schon in einer Folge gesagt. Ja, das ist einfacher wie der Scheiß hier. Das stimmt. Double Sollen wir ein Minecraft-Let's Play machen? Ja, mit wem? Wieso mit wem? Könntest du zusammen machen. Ja, das stimmt. Wir machen hier ein schwieriges Projekt, was 10 Jahre dauert. Warum ruckelt Minecraft bei mir wie Sau? Soll ich das wissen? Ich habe jetzt auch jemand angeschrieben unter meinem Minecraft-Let's Play von vor Ewigkeiten. Mich gefragt, was die Systemeinstellungen oder Systemanforderungen von Minecraft sind. Die sind extrem CPU-lastig, dass du viel weißt. Ich muss das genauso googeln wie ihr. Es ist extrem CPU-lastig. Wikipedia. Ja, aber du kennst doch Deutschland. Deutschland ist generell ein bisschen träger. Das ist nur träger ist die Schweiz. Ja, aber warum fragt man denn bei einem völlig unbekannten Let's Player? Du bist also kein unbekannter Let's Player. Du bist ein professioneller StarCraft-Spieler. Nach den Anforderungen von Minecraft. Man kann doch einfach googeln. Du bist ein professioneller StarCraft-Spieler. Ich denke, Minecraft kann man sowieso auf jedem Rechner irgendwie spielen. Nein, das ist extrem CPU-lastig, Nergo. Ja, extrem. Aber das Spiel ist ja schon von 2009 oder 11 oder so. Ich habe ein YouTube-Video gesehen, da hat jemand versucht, Minecraft auf einem Windows 98-Rechner zu probieren. Ich war übrigens schon in der Alpha von Minecraft, will ich mal sagen, ja? Ich nicht. 1.3 habe ich angefangen. Wann habe ich Minecraft angefangen? Als Gronkh angefangen hat, er irgendwie was Größeres zu machen. Ja, als Gronkh bei Folge 3 Gronkh, war Junge, so. Gronkh! Gronkowski. Wobei ich das vorher schon bei einem anderen geschaut habe. Der macht inzwischen keine Let's Plays mehr. Das ist sehr schade. Den fand ich damals ganz toll. Ich habe leider vergessen, wie er hieß. Der hatte so einen ganz langen Namen. Das war voll blöd. Wie hieß der denn? Ich glaube irgendwie McDuty oder so. Nee, das war noch länger. Aber irgendwie sowas Ähnliches. Voll konzentriert hier den Chor setzen, den Salad andrücken. Übrigens Zerg. Eigentlich müsste ich auf Zerg Hotkeys wechseln. Fällt mir gerade auf. Habe ich hier auf diesem Account Zerg Hotkeys? Wo expandieren wir denn hier? Ja, du expandierst halt nach unten. Ja, das weiß ich. Hab die Gold genommen. Ja, du nimmst natürlich die Gold. Der Zerg kriegt die Gold. Natürlich. Deine Einheiten kosten aber nicht so viel. Gefühlsmäßig. Was spielen wir denn jetzt genau? Ich wollte schon mal eine Factory. Kann ich wieder meinen Overlord hier hinbringen? Nirgendwo. Ist ja unschön. Ich weiß nicht. Das gerade eben hat nicht so geklappt. Schneller meine Minions. Wir müssen uns eine andere Taktik überlegen. Ja, nein. Doch. Böser Marine. Gut, wenn er schon stirbt, dann soll er in Würde sterben. Ich habe immer Angst, dass ich zu viele Probes baue. Jetzt habe ich gleich beide Overlords verloren, sehe ich das richtig? Boah, Nergorix, ey! Soll ich deine Probe hier töten? Ja, die baut gerade da unten Pylons. Baut schon ein Starport hier. Möglicherweise Cloaked Banshee. Also du solltest entweder einen Observer gleich bauen oder einen... Forge. Kostet nur Minerals. Ich habe nicht genügend Gas für Dingens gerade. Ihr
nicht genügend mit. Aber es dauert noch einen Moment, bis das kommt. Bis Cloak durch ist, meinst du? Ja, wie lange dauert, dann im Durchschnitt Cloak, bis das durch ist? Weißt du das auch? Ja, 120 Sekunden. 120, glaube ich. Ich glaube 120. Der ist ja Weltmeister. Überhaupt nicht. Von was soll ich denn Weltmeister sein? Ja, von StarCraft hier. Ja, das ist Björn. Weltmeister. Das ist Björn? Björn. B-Y-U-N. Vom Team Expert. Ne, warte, wir spielen gegen Terran, da muss ich... Selbst bei Expert? Ich glaube, ja. Expert, das gibt es bei uns auch, das ist so ein Ding. Ja, das ist genau die Firma. Da kommt der Push übrigens, Marine Tank Push. Wir brauchen Einheiten. Das läuft ja schon. Du hast vorne wieder keine Pylons gebaut, sondern nur an deinem Nexus. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Das läuft ja spitze. Forschung abgeschlossen. Auch kein Baning Nest, das wäre jetzt auch nicht schlecht. Nee, nicht da, warum brauchst du die denn da oben? Wir brauchen da, die an wo der ist großen da Ramp. Oben? An der großen Ramp, wie wir das im ersten Game heute hatten. Was will ich das noch wissen, ey? Also bitte. Ist ja erst 10 Minuten her. Wo ja, fährst du denn jetzt hin? Manchmal macht er mich ja wahnsinnig, ne? Ja, das geht mir beim Nergorix genauso. Man soll was machen, dann macht man das, dann macht man das anderes. Haben wir inzwischen Einheiten? Ne, haben wir nicht. Ich muss gleich Photon Overcharge setzen. Wir brauchen direkt Photon Overcharge. Ja, wir sind tot. Du greifst auch nicht mit an. Ja, jetzt nicht drauf gehen. Ah, wir sind tot. Bis hier mal, ja, jetzt ist es zu spät. Könnt genau in die Widow mal einreihen. Oh. Wird ja immer besser hier. Ja. Jetzt schickt er den Mothership Core auch noch einfach so rein. Ja, was soll ich denn machen, ey? Ohne Witz, du kannst mich langsam nicht am Arsch lecken. Und genau wegen solchen Gemeckere ist ein Formel 1 eben so hinten dran, weißt du? Vorwärts. Meckere in Formel 1 überhaupt nicht, sag nur, dass ich ohne ABS fahre. Oh, meine dummen Dinge, warum rennt ihr denn da immer rein? Ja. Noch irgendwas? Nee, ne? Ja, drei Adepten habe ich. Was wünscht ihr? Du hast doch Warpgate durch, aber drei Warpgates auf zwei Ballen auch zu wenig. Boah, ey, ohne Spaß. So, wir machen jetzt gleich mal einen Verzweiflungsangriff, aber... Ja, mit drei Adepten! Ja, also ich hab viel mehr. Die Schlacht wartet. Ehre den okay, vor den Autos hast du auch nicht mehr, ne? Okay, ich geh jetzt drauf. Crashen das doch. So, die große Aufregung hier. Hast du was in die Luft schießen kann? Nein. Wäre sehr nett. Dann warp jetzt mal Stalker, bitte. Brauche nämlich dringend was in die Luft. Und jetzt rennt er wieder da durch die Dingens rein. Hast du einen Observer inzwischen? Nein! Warum denn nicht? Was machst du denn die ganze Zeit? Ja, gucken, dass ich überlebe hier! Ja, du machst aber ja nichts. Dies müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. Alter! Wir brauchen jetzt dringend Detection, da liegen 20 Minen rum. Und du solltest Stalker warpen, hier am besten gleich. Ja, okay, jetzt sind wir wieder tot. Weil ich weiß auch nicht, warum du nichts hast. Ach, du hast jetzt in der Main gewarpt. Ja, warum auch nicht? Wir werden ja nur unten angegriffen. Jetzt mach doch mal bitte mit deinen Stalkern irgendwas. Die machen doch was! Nein, die stehen hier einfach rum. Jetzt renn nicht in Adam Nines auf einmal. Schieß mal auf das Medivac einmal. Sehr gut. Jetzt meins fokussen. Spät. Keine Mine gefokust. Alle Stalker verlieren. Check. Lass Let's Play beenden. Check. Ich meine, das Schlimme ist ja, wir halten das wieder, ne? Ja. Aber wir haben halt immer noch keine Detection am Start. Eine Robo ist eine ganz gute Tech-Wahl normalerweise.
Warum leben wir noch? Du solltest übrigens jetzt mal langsam dringend dann gleich den Nexus hochziehen. Ich schicke dir mal ein paar Minerals. Ich soll den Nexus hochziehen? Ja, du brauchst eine Eco, eine vernünftige. Da kommen sie übrigens schon wieder. Das sind die Widow Mines, ne? Ja, sind tot. Ich hab nämlich da jetzt sind neue Widow Mines. Wo denn? Warum gräbt der die denn aus? Das war teuer. Weil wir inzwischen Vision haben. Wir haben Vision. Ja. Du hast einen Observer gebaut und ich habe Overseer gebaut. Ist doch herzallerliebst. Ich mach mal einen wagemutigen Versuch, nach unten zu gehen, ja? Wo ist denn der Liberator da? Da kommt schon wieder ein Push. Lassen hier nicht locker. Aber inzwischen hast du Stalker vernünftig viele. Ich habe ja, aber nicht da ist so halt viel. Ein Tank. Deine Crawler läuft hier aus Grün. Ja, das soll er auch. Achso, okay. Das war ein Geschenk. Hast du ein Mothership gerade wieder gebaut? Nee, ne? Ja, müsste irgendwo sein, ja. Und wer wird uns da jetzt schon ziemlich helfen? Der Tank kriegt mich vielleicht mal auf, ey. Ja, ist auch zum Aufregen. Und wir haben halt nicht genug, um das hier vernünftig zu crashen. Ich hab gescannt. Wo ist der denn? Lenkt uns. Nee, die stehen da vorne. Ich weiß es. Deine sind Reichweite. Nicht so geil. Und die haben nicht so eine Riesenreichweite. Du rennst gerade wieder rein, du rennst wieder rein. Nee, ich war da nicht, das waren die Einheiten ganz alleine. Ja. Aber der kommt mir entgegen. Verstehe ich nicht warum, aber er ist mir entgegengekommen. Lass mal angreifen. Okay. Nicht nur rumrennen, auch angreifen. Okay, wir sind tot. Oder? Also wir halten halt viel länger durch, als wir dürfen. Warum? Die sind echt schlecht. Die sind echt schlecht. Aber wir sind leider noch schlechter. Da kommen drei neue Tanks. Ich muss jetzt weg. Jetzt hast du beide Immortal, leider beide Dingens überleben lassen. Was habe ich überleben lassen? Beide Marauder mit einem Hitpoint. Deine Linge. Ja, ich kann es nicht ändern. Oh Mann. Das ist doch behindert. Hier, ich setze noch eine Fähigkeit ein. So. Boah, ey. Ach ja, okay, das hätten wir erstens nicht verlieren dürfen. Zweitens waren die Gegner viel schlechter. Und drittens, Katastrophenmanagement. Da hapert es noch so ein bisschen. Nergorix hat alle Ansagen vergessen, die man vergessen kann. Was für Ansagen? Ich habe gesagt, da kommt ein Push. Und dann hattest du drei Adepten. Ja! Also ein bisschen wenig. Ja, ein Push bei 2 Minuten, das ist auch schon mal... Bei 2 Minuten? Bei 7 Minuten war es, glaube ich. Warte mal, wir können mal reinschauen. Da war der Push, bei 6 Minuten. Oder bei 5 Minuten 58 oder ja, so. Ja, siehste. Aber das ist viel näher dran an 7 als an 2. Nergorix, was war da eigentlich los? 1 Minute 2 Supply Block. Ja, aber schau dir mal bitte meinen Wert der Armee an. Und deinen Wert der Armee beim Angriff. Ja, das ist der Rumspam, da kann ich auch. Warum Rumspam? Wert der Armee. Oder Army Value bei dir. Da siehst du es. 640 Ressourcen. Und alle anderen Spieler über 1920. Finde den Fehler. Ja, hier unten übrigens ganz am Ende. Ah, ich mag das so gemein zu dir zu sein. Hast ja, du verdient. Da kriegst du ja alles wieder zurück. Ich meine, Formel 1, ich habe ja ein Auto, ne? Das schleudert so einfach mal ohne Grund durch die Gegend und räumt alles ab. Geht ja eh um nicht mehr viel. Er geht um 3. Platz, Junge. Ja, aber Mono ist ja überhaupt nicht kompetitiv. Was? Er sagt ja, nö. Geht ja um nix. Also Mono möchte sich davon nicht triggern lassen, dass ich immer sage, es ist voll eng. Wahrscheinlich ist das ist einfach die Ruhe in Person, Nergorix. Warum Nergorix? Du hast schon wieder uns verwechselt, obwohl der andere gar nicht dabei ist. Egal. Gut, so. Nein, das war nicht. Jetzt eine tolle erste Aufnahme für Cyborg. Der macht mich fertig, der Junge. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir schauen beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Unten jetzt mal ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.